Hi, ich bin Lena, Mitgründerin von AirUp und wir haben eine Trinkflasche entwickelt, die Wasser nur über Duft aromatisiert, hat den Vorteil, dass man keine Zuckerzusatzstoffe etc. zu sich nimmt, nur Wasser trinkt, aber das Gehirn denkt, man trinke etwas mit Geschmack. Das Ganze verkaufen wir als System, also wir verkaufen die wiederbefüllbare Trinkflasche und wir verkaufen die zugehörigen Duftpots. Genau, und wir sind seit Juli letzten Jahres auf dem Markt. Wie hat uns denn eigentlich die Corona-Krise getroffen? Tatsächlich, glaube ich, war für uns die größte Herausforderung, das ganze Team ins Homeoffice zu buxieren, so dass wir nicht an Effizienz verlieren. Es hat aber ganz gut geklappt. Es gab ein paar seltsame Stellen natürlich auch, wenn wir neue Teammitglieder willkommen geheißen haben und das Ganze rein virtuell abgelaufen ist. Alles andere ist tatsächlich gelaufen wie geplant. Also umsatzseitig haben wir keine Änderung verspürt. Das heißt, operativ läuft es ganz normal weiter. Sehen wir auch Chancen aus der Corona-Krise? Ich würde sagen, absolut. Wir haben intern das ein oder andere augenöffnende Erlebnis gehabt, weil wir festgestellt haben, dass es nicht notwendig ist, dass jeder vor Ort ist für Präsentationen oder für Meetings, sondern es auch prima über Teams funktioniert oder über Zoom etc. Das heißt, wir konnten diese Präsenzkultur, in Anführungszeichen, die wir bis dato bei uns gepflegt haben, wirklich ad acta legen. Und extern, die Corona-Krise war, glaube ich, der perfekte Feuertest für unser Produkt. Und wir sind super stolz, dass wir nach wie vor ein Rekordwachstum verzeichnen können. Das heißt, wir gehen eigentlich gestärkt aus der Krise.